Ich habe mich total über die vielen positiven Reaktionen über mein Video gefreut, in dem ich berichte, wie ich mich auf die kommenden Rauhnächte vorbereite und was ich da schon alles besorgt habe und was ich machen werde. Und das fand ich super, super schön. Und es gab auch die ein und anderen Fragen so von mir: Sabrina, Rauhnächte, was ist das eigentlich? Was macht ihr in dem Kurs eigentlich genau? Wie kann man sich das vorstellen? Und da habe ich mir überlegt, ich nehme dich einfach mit in meinen Kursbereich und zeige dir, wie das aussieht, was ich bis jetzt schon so bearbeitet habe und was wir so alles machen. Und erkläre dir auch ein bisschen was zum Thema Rauhnächte. Die Rauhnächte sind eine ganz spannende Zeit. Man sagt auch die Zeit zwischen den Jahren und die ergeben sich aus der Differenz zwischen dem Sonnenkalender und dem Mondkalender. Da sind halt 12 Tage oder 12 Nächte dazwischen, die irgendwie außerhalb der Zeit sind. Und genau das sind sie auch, denn während der Rauhnächte haben wir einfach die Chance, total gut auf unsere innere Stimme zuzugreifen und einfach so Inspiration fürs neue Jahr zu bekommen. Und wenn du jetzt vielleicht sagst, okay, Sabrina, was ist denn das für ein spiritueller Hokuspokus? Da kann ich dir sagen, nein, ist es nicht. Diese Rauhnächte, die sind in uns allen. Das wurde von Generation zu Generation weiter mitgegeben. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich an deine Eltern oder an deine Großeltern oder vielleicht kannst du dich sogar noch an deine Urgroßeltern erinnern. Vielleicht haben die komische Dinge vor Weihnachten gemacht oder zwischen den Jahren, du gar nicht so einordnen konntest. Und vielleicht fällt dir jetzt ein, so für, oh ja, das haben die auch gemacht. Komisch, habe ich vorher nie verstanden. Und genau das erklärt natürlich auch der Kurs von meiner Freundin Miriam Krüger. Was hat das eigentlich so auf sich, diese alten Traditionen? Vielleicht kennst du das noch von deiner Familie, dass zum Beispiel zwischen den Jahren keine Wäsche gewaschen werden soll. Vielleicht machst du es auch selber unbewusst und weißt eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Also kannst du da ja nochmal in dich reinhören. Oder zum Beispiel, vielleicht hast du das mitgekriegt, dass vielleicht deine Großmutter vor Weihnachten immer wie verrückt geputzt hat. Es musste immer alles blitzeblank sein, um dann alles vorzubereiten. Und dann zwischen den Jahren standen dann die Räder still. Da hat man dann nichts gemacht in dem Sinne. Man hat nicht aufgeräumt, man hat nicht gearbeitet. Das hat man auch ganz stark in der Landwirtschaft gesehen. Da wurde vor Weihnachten wurde ganz, ganz viel gemistet, der Hof aufgeräumt und so weiter. Und dann hat man zwischen den Jahren wirklich nur das Nötigste gemacht, um die Tiere zu versorgen, aber hat da nicht großartig noch irgendwas in der Landwirtschaft gemacht. Und ja, vielleicht kennst du das auch aus deiner Familie. Vielleicht kennst du das auch zwischen den Jahren, darf man sich auf jeden Fall nicht streiten, keine Türen knallen. Und das sind alles so alte Traditionen, die wir teilweise noch machen, aber gar nicht wissen, wo das eigentlich alles herkommt. Deswegen fand ich das so spannend. Es gibt in dem Kurs von Miriam natürlich auch ganz viele Erklärungen, wo kommt das eigentlich her, die Rauhnächte, was wird da gemacht und was ist mit diesen ganzen Überlieferungen. Und da wird natürlich auch erklärt, warum soll man keine Wäsche waschen, warum soll man keine Türen knallen, und so weiter. Und die Rauhnächte sind also 12 Nächte und die erste Rauhnacht, die steht quasi für den Januar des nächsten Jahres. Die zweite Rauhnacht steht für den Februar und so weiter. Und somit manifestiert man während dieser Rauhnächte, die ja eigentlich außerhalb der Zeit liegen, sein neues Jahr. Und wenn man das total bewusst macht, dann kann man sich ein wundervolles neues Jahr manifestieren. Und wenn du sagst, brauche ich nicht, mache ich nicht, will ich nicht, dann manifestierst du dir auch immer unbewusst ein neues Jahr zwischen den Jahren. Nur du machst es einfach nicht bewusst und vielleicht hast du da irgendwelche Themen, vielleicht hast du da irgendwie Streit oder irgendwas anderes und dann trägt sich das natürlich in das neue Jahr rein. Deswegen finde ich das einfach so total wunderbar, einfach so bewusst diese Zeit anzugehen, auf die Inspiration zu hören, was denn da so im nächsten Jahr alles kommen mag. Und ja, ich habe mir die letzten 4 Jahre, ich bin Wiederholungstäterin von dem Kurs von Miriam, habe ich mir wirklich wunderwundervolle Jahre kreiert. Und es ist immer so spannend, wenn man das Rauhnachts-Tagebuch schreibt und sich dann das vom Vorjahr nochmal durchliest, was sich da in den Rauhnächten alles schon gezeigt hat, was in diesem Jahr alles passiert ist. Also total spannend. Ich höre jetzt auf zu reden und nehme dich einfach mit in meinen Kursbereich, wie das aussieht und was ich schon alles bearbeitet habe und was wir da gerade alles so Spannendes machen. So, dann nehme ich dich mit in den Kurs Wegweisende Rauhnächte, das Tor zu deinen Träumen. Dann kannst du nämlich schon mal reinschnuppern, was dich da erwarten würde. Und hier hast du so eine Übersichtsseite, wo alle Module nochmal dargestellt sind. Das ist von der Einleitung über Rauhnächte, die Adventszeit, da sind wir gerade und da sind es gerade, das ist wunderschön, was wir da gerade machen. Dann geht es nochmal in die vertiefende Planung der Rauhnächte, dann in die
finale Einstimmung. Das beginnt nämlich schon spannend zu werden mit dem 21. Dezember, mit der Thomasnacht. Und dann geht es durch jede Rauhnacht bis zum 5. Januar. Hier ist noch der 6. Januar mit drin, was dann der finale Abschluss ist. Und hier kann ich nur sagen, ist eine ganz, ganz umfangreiche Bonuslektion, in die wir gleich auch nochmal zusammen reingucken. Also es ist wirklich, wahnsinnig umfangreich, dieser Kurs. Und ich muss sagen, ich liebe ihn jetzt schon. Ich habe hier angefangen mit der Lektion Herzlich Willkommen und du siehst hier diese grünen Häkchen, also das ist mein persönlicher Kursbereich und ich habe da schon abgehakt, welche Lektionen ich schon beendet habe. Und was du hier zum Beispiel auch hast, du hast hier auch Worksheets, die du dir runterladen kannst, das habe ich auch gemacht. Und hier ist zum Beispiel eine Anleitung, wie man dieses Rauhnächte-Tagebuch schreiben sollte. Aber alles das, was hier drin ist, ist quasi ein Angebot für dich und du kannst das dir als Puzzle zusammenstellen, wie du das machen möchtest. Aber wenn du dich natürlich an so eine Anleitung hältst, dann ist das natürlich auch am optimalsten. Und ich bin ja schon Wiederholungstäterin in diesem Kurs und ich kenne das natürlich, aber trotzdem ist es für mich jedes Jahr immer wieder sinnvoll, das auszudrucken, nochmal durchzulesen, zu verinnerlichen und dann auch wirklich umzusetzen. Und wenn man dann nochmal denkt, oh, wie war das nochmal, kann man dann auch nochmal schnell wieder nachgucken. Rauhnächte, Hintergründe und Wissenswertes, also alles da, was man Spannendes darüber erfahren kann. Was ist das, wo kommt das her und was macht man da und was haben vielleicht in der alten Zeit, was wurde da gemacht. Adventszeit, da haben wir jetzt gestartet natürlich mit der ersten Adventswoche und ich habe schon angefangen, hier dieses tolle Ritual zu nehmen, diese To-Do-Liste zu schreiben und ja, da sind mir noch einige Sachen eingefallen, die ich dieses Jahr noch gerne machen möchte und also das finde ich auch ein wundervolles Ritual, sich darüber nochmal klar zu werden, was soll im alten Jahr noch fertig werden und was nehme ich mit ins Neue. Das ist dieses Jahr komplett neu, dieser 24-Tage-Adventskalender. Das sind so tolle Journaling-Fragen. Das ist so eine wundervolle Idee von Miriam, das zu machen, denn bereits jetzt in der Adventszeit zeigt sich schon so, so, so sehr viel und ich habe schon den einen oder anderen Impuls bekommen und auch gleich schon umgesetzt. Also es ist wirklich Wahnsinn, was dieser Kurs in einem mit einem halt so bewirkt. Das ist einfach wunderschön. Das klassische Ritual Aufräumen, die äußere Ordnung bringt dich in die innere Ordnung. Da bin ich jetzt auch gerade bei, da habe ich am ersten Advent richtig losgelegt und hier durchs Haus gewirbelt. Also das hat mich auch richtig gepackt, das Thema. Und jetzt sind wir hier in der ersten Adventswoche und du siehst, das habe ich auch noch nicht abgehakt, weil an den Themen bin ich dran. Ich denke, dass das Thema Aufräumen mich auch noch die ganze Adventszeit begleiten wird. Zweite Adventswoche ist halt noch nicht freigeschaltet, ist halt jetzt noch nicht zweite Adventswoche. Du siehst also, du kriegst das quasi angeboten, was jetzt so aktuell ist und alles das, was noch nicht ist, zum Beispiel auch die ganzen Rauhnächte, darauf kann man halt einfach noch nicht zugreifen, weil, ist jetzt halt noch nicht. Und dann kann man halt auch nicht irgendwie vorlesen oder sich irgendwie verzetteln, sondern man konzentriert sich komplett auf das, was jetzt einfach gerade angesagt ist. Was ich super, super schön finde, ist diese Bonuslektion hier. Einmal geht es um das Thema Ziele richtig setzen. Das brauche ich natürlich auch für mein wolliges Business. Aber auch gibt es natürlich auch Ziele, die ich persönlich erreichen möchte. Und hier geht es natürlich darum, wie setze ich mir dann am schlauesten Ziele? Wie schaffe ich das, dass ich die dann auch wirklich umgesetzt bekomme? Und wer dieses Wunschritual machen möchte, also zum Beispiel 13 Wünsche aufschreiben, dann in jeder Rauhnacht einen Zettel verbrennen und der 13. bleibt über und um den kümmert man sich dann das Jahr selbst. Für den ist das super hilfreich, diese Bonuslektion oder besser Bonusmodul, das sind einige noch drunter, kann man noch aufklappen. Weil es ist einfach so, so wichtig, wie formuliere ich denn eigentlich diese Wünsche, die ich da auf meine Zettel schreibe? Das ist ganz, ganz wichtig und das lernt man hier dann auch nochmal, wie setze ich mir denn diese Ziele oder Wünsche auch richtig. Ganz, ganz spannend ist das Thema Meditation. Meditation, die positive Wirkung, ist ja auch wissenschaftlich bewiesen und es geht bei Meditation einfach darum, in die innere Mitte zu kommen
und einfach mal sich ganz frei von äußeren Einflüssen zu machen. Und ich genieße das immer so in den Rauhnächten. Miriams Meditationen, die sind so wundervoll. Es gibt zu jeder Rauhnacht eine Meditation, aber Miriam hat mir auch schon verraten, du Sabrina, es sind 12 Meditationen drin im Kurs, aber ich glaube, ich werde es bei 12 nicht belassen. Also da bin ich auch noch sehr gespannt, was sie da noch zusätzlich mit reinnehmen möchte. Und Meditation ist auch gut für das nächste Thema, nämlich auch auf seine innere Stimme zu hören. Also ich muss sagen, ich habe in der Vergangenheit viele Entscheidungen aus dem Kopf heraus getroffen und die haben sich als dann nicht so wirklich pralle rausgestellt, die meisten. Und seit ich diesen Rauhnächte-Kurs mache, das mache ich schon ein paar Jahre, habe ich halt einfach gelernt, auf meine innere Stimme zu hören und Entscheidungen aufgrund meiner inneren Stimme zu treffen. Und ich muss sagen, meine innere Stimme hat noch nie falsch gelegen. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir in dieser heutigen hektischen Zeit einfach wieder lernen, überhaupt unsere innere Stimme wahrzunehmen. Und ob du das jetzt Bauchgefühl nennst oder mit dem Herzen entscheiden oder innere Stimme, das ist eigentlich komplett egal. Ich finde diese Bonuslektion oder dieses ganze Modul hier einfach so wundervoll, wie man einfach wieder auf seine innere Stimme zugreifen kann. Und dafür eignen sich die Rauhnächte einfach ungemein, weil wir da einfach uns selbst viel näher sind und dann ist es für uns viel einfacher, auf unsere innere Stimme überhaupt zuzugreifen. Von daher, ja, super tolle Lektion. Was ich letztes Jahr das erste Mal gemacht habe, ist das Thema Wunschcollage. Ja, davor hat mich das Thema nicht so gepackt. Da habe ich immer gedacht, was soll der Scheiß? Dann habe ich das letztes Mal, das erste Jahr gemacht. Und es ist großartig. Also diese Wunschcollage, die ich erstellt habe, die begleitet mich hier durch mein ganzes Jahr. Und es ist so, so schön. Und ich werde das dieses Jahr auf jeden Fall wieder machen, mir eine Wunschcollage zu erstellen. Also das kann ich auch jedem nur empfehlen. Aber du siehst auch schon, man muss nicht alles hier machen, sondern das ist alles ein Angebot. Und wie viel Zeit du da drin jetzt investierst oder was du machen möchtest, ob du dir ein altes Ritual aussuchst oder ein neuzeitliches, ist vollkommen dir überlassen. Ich hatte das ja schon mal erzählt, zum Beispiel das Thema Räuchern hat mich die ganzen Jahre davor überhaupt nicht angesprochen. Aber letztes Jahr hatte ich total viel Lust zu räuchern und dann bin ich einfach diesem Impuls gefolgt und habe das dann einfach mal gemacht, was ich dann total schön fand im Nachhinein. Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du irgendwelche Themen hast, wo du jetzt sagst, pff, spricht mich gar nicht so an, aber vielleicht liest du es dir dann einfach mal hier durch und lässt dich drauf ein. Vielleicht ist es dann im Nachhinein ganz, ganz wundervoll. Also ich finde diesen Kurs von Miriam einfach super magisch. Ich habe hier ein paar Lektionen bearbeitet und ich hatte jetzt schon so viele Impulse, so viele Aha-Erlebnisse und die Rauhnächte haben noch nicht mal angefangen. Deswegen ich bin sehr, sehr gespannt, was das dieses Jahr alles so gibt und ich lade dich natürlich ganz, ganz herzlich ein. Ich würde mich total freuen, wenn du auch dabei bist. Wir treffen uns dann zu zwei Zoom-Terminen abends und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon auf den Austausch und vielleicht bist du dann ja auch dabei.